Und mit diesen Techniken, die er da so angreift, die er zusammenstellt, hat der eine oder andere von euch vielleicht auch wieder mehr Kreativität in seinem Leben, um damit auch wieder Bock zu kriegen, einfach etwas umzusetzen. Ich habe von vielen schon gehört, die heutige Buchanalyse oder Buchzusammenfassung ist für alle, denen es zwar gut geht, aber die eigentlich mehr vom Leben wollen und ja, den Arsch aber nicht so richtig hochkriegen. Es geht um das Buch Arsch hoch beginnt im Kopf von Ulrich Strunz. Und dieses Buch, für mich war es jetzt nicht so wertvoll, weil es halt mehr darum geht, wie kann man sich motivieren, wie kann man aus der Durchschnittlichkeit rauskommen, um was mit seinem Leben zu machen. Aber ich habe halt an verschiedenen Partnern und Kunden auch immer gemerkt, dass die an sich ein angenehmes Leben haben, aber mit einem Online-Business eigentlich mehr erreichen wollen. Und er hat das an einigen Stellen sehr gut auseinandergenommen und beschrieben, welche Konflikte da so zusammenkommen und welche Probleme man eigentlich als fauler Mensch überwinden muss, bevor man dazu kommt, seiner Leidenschaft oder seinem Wunsch nachzugehen, etwas Erfolgreiches im Le sein Leben umzusetzen. Zum einen beschreibt er den Unterschied, dass er erst immer versucht hat, die Gründe im Außen zu finden, bei anderen Menschen, bei der Gesellschaft, bei der Wirtschaft, die nicht richtig funktioniert, um dann für sich den Grund oder das Argument zu finden, okay, ich kann ja nichts machen, außen drumherum ist alles schuld. Im heutigen Mindset ist es aber genau andersrum, ne? Und das hast du vielleicht auch schon öfter mal gehört, dass es halt darum geht, in sich selbst das Problem, den Konflikt zu suchen und in sich selbst zu suchen, warum funktioniert das alles hier nicht? Was muss ich tun, damit es funktioniert? Und das nimmt er auch im Buch sehr gut auseinander, sodass viele, die es vielleicht wollen, aber irgendwie eine Barriere haben, wo sie nicht weiterkommen, genau mit seinen Texten oder mit seinen Motivationen damit etwas anfangen können. Zwei Themen, die er besonders anspricht und die er besonders erklärt, die ihm helfen oder geholfen haben, sind das Thema Meditationstechniken. Nicht jeder ist der Typ für Meditation, aber da er das auch nicht war, also dadurch, dass er eigentlich auch kein Meditationstyp war, erklärt er das sehr gut, wie er an dieses Thema rangekommen ist, sodass, wenn du zum Beispiel auch keinen Bock hast auf Meditieren oder das einfach nicht dein Ding ist, da vielleicht anschließend nach dem Lesen des Buches eine andere Sicht drauf hast. Und zum Zweiten das ganze Thema Gehirntraining. Wenn man den halben Tag halt vor Netflix oder vor dem Fernseher rumhängt, dann oder in sozialen Netzwerken einfach rumsurft, dann wird das Gehirn so steif. Dann hat das keinen Bock, kreativ zu werden, nachzudenken. Und mit diesen Techniken, die er da so angreift, die er zusammenstellt, hat der eine oder andere von euch vielleicht auch wieder mehr Kreativität in seinem Leben, um damit auch wieder Bock zu kriegen, einfach etwas umzusetzen. Ich habe von vielen schon gehört, die sagen, ja, sie sind ganz zufrieden mit dem Leben, wollen jetzt nicht was weitermachen, haben keinen Bock so richtig, aber sind auch nicht glücklich. Und vielleicht, wenn du einer dieser Typen bist, wäre dieses Buch genau der richtige Impuls für dich, um da mal durchzustarten. Als drittes nimmt er dann das Thema ins Tun kommen gern auf. Ne? Das ist ja auch so mein Lieblingsthema. Einfach mal machen, einfach umsetzen. Und das ist aber nicht für jeden so abgetan. Einfach machen, einfach umsetzen. Ne? Zwar ist das so ein Spruch, aber nicht jeder kann damit gleich was anfangen. Und deswegen hat er da auch einen sehr guten Part mit aufgenommen, wie er beschreibt, wie er es geschafft hat, einfach ins Tun zu kommen. Und das Kapitel, was da sozusagen danach kam, ist das Thema Ausdauertraining mit Booster. Das heißt, man gibt sich selbst so ein paar Booster, man motiviert sich mit den Sachen, die bei einem selbst funktionieren. Das ist bei jedem ja auch oftmals anders, um Kondition zu bekommen. Und Kondition geht ja auch nicht von heute auf morgen, auch nicht beim Laufen
auch nicht bei Sportthemen, sondern die müssen ja aufgebaut werden. Und so ist es halt auch beim Umsetzen im Online-Business, dass du halt deine Kondition durch Booster immer weiter trainieren musst, um wirklich lange durchzuhalten. Das war auf jeden Fall wichtig, wollte ich loswerden. Und dann sind noch zwei Themen sehr relevant, die dann erst später im Buch kommen. Aber es geht ums Visualisieren, also dass du dir wieder die Ziele aufschreibst und auch immer visualisieren kannst. Und bei einigen, wie bei mir, funktioniert es ganz normal mit einem Whiteboard, einfach ranschreiben, vielleicht noch ein Datum ran, wann das fertig sein soll, fertig. Viele funktionieren aber mehr bildhaft. Das heißt, sie brauchen Poster. Sie brauchen vielleicht eine Wand voll mit den Wünschen, die sie erreichen wollen oder mit den Zielen, die sie erreichen wollen. Wenn du also so ein Typ bist, dann mach's auf jeden Fall mit den Postern, aber zieh dir auch das Buch auf jeden Fall rein. Und das andere Thema war noch Denkmuster verändern. Gerade beim Thema Mindset, wo wir immer so denken, na, das kann ich doch nicht oder ich bin das nicht wert oder warum soll ich daran überhaupt arbeiten, wenn es mir doch einigermaßen gut geht, muss ich doch jetzt nicht einen Arsch hochkriegen. Doch, musst du, solltest du. Es ist aber im Endeffekt deine Entscheidung. Und das hat er halt auch nochmal mit aufgenommen, wie man seine Denkmuster nach und nach verändern kann. An sich ein cooles Buch. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen schwer da reingekommen, weil ich halt Motivationsbücher schon öfter gelesen habe. Aber wer sich jetzt ein bisschen abgeholt fühlt, für den wäre das Buch auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Hier nochmal, ne? Arsch hoch beginnt im Kopf von Ulrich Strunz. Und wir verlinken das Buch selbst unter dem Video in der Beschreibung, aber auch nochmal die komplette Interpretation als Zusammenfassung. Denn alle Bücher, die wir analysieren und die ich lese, die packen wir in meinen Blog, lasbilavsky.de/blog. Und da kommt dann auch nochmal die Zusammenfassung, wenn du jetzt zu denen gehörst, die sagen, ja, ich will gern mehr über das Thema wissen, aber ich habe jetzt keinen Bock, das Buch zu lesen. Dann findest du auf dem Beitrag oder auf diesem Link unter dem Video den kompletten Beitrag dazu. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei deinem Arsch hoch beginnt in deinem Kopf. Weil es nicht ganz sinnvoll, aber du weißt, was ich meine. Viel Spaß, ich bin raus. Euer Win-Win-Makler Lars Bilawski. Ciao.